Moin Leute, heute ist mal wieder Yoga-Time und ich habe genau die richtige Uhrzeit abgepasst. Wir machen jetzt mal ein bisschen Stausurfen. Ne? Kamera vorne läuft schon und ich mache zwischendurch ein bisschen Kommentar. Hupe geht auch wieder, ganz wichtig hier in Abidjan. Ohne Hupe ist es nicht gut. Merci. So, und hier fahren wir gleich hier. Bei mir ist ja vor der Brücke ist ja die Ausfahrt. Nein, Quatsch. Bei mir vom Haus ist ja hier auch die Ausfahrt der neuen Brücke. Und seht ihr ja gleich schon, was hier so die Verkehrsentlastung durch die Brücke gebracht hat. Nämlich gar nichts. So, wir fahren jetzt mal hier so ein bisschen ganz entspannt hier zwischen den Autos durch. Wenn der Kollege jetzt mal hier auch mal weiterfährt, dann kommen wir auch voran. So, und die pfeifende Delegation ist auch schon da. Sprich die Polizei. Ihr versucht irgendwie das Chaos hier zu bewältigen. Wie gesagt, die versuchen es. Klappt aber nie wirklich. Ja, das ist schon Chaos hier. Ha? Ja, genau. So muss das sein. Genau, damit alle anfahren dürfen, gehen wir über die Straße. Alter Schwede, ey. Ich kriege immer wieder zu hören, wie gefährlich das ist, hier mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Naja, Fahrradfahren ist nie eine ungefährliche Nummer. Aber guck mal hier, ey. Jetzt steht ja alles. So, was macht er jetzt hier? Ah, da kommen wir gut durch. Das passt. Auch mit unserem Transporter hier. Da geht alles. Ja, komm, fahr. Ich passe da auch durch. Auf jeden Fall. Alter Schwede, wie lange ich brauchen würde, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ich werde jetzt wohl so 20 Minuten brauchen. Mit dem Auto bräuchte ich mindestens eine Stunde. Ja, komm, fahrt, Leute. Ist grün. Oh Mann. Guckt euch die Lücken an, wo die Lücken sind. Ah,
Ah, da passen wir durch. Da passen wir durch. Gerade Problem, wie der Franzose sagt. Oh, heute liegt wieder ein Dunst in der Luft, ey. Hui! Oh, funktioniert die Hupe wieder nicht. Wir hatten eben noch die Hupe repariert und jetzt funktioniert sie wieder nicht, ey. Oh, Oxidation, sag ich nur. Ja, komm, fahr durch da. Ohne Problem. Okay, da kommen wir auch nicht durch. Dumm, die dumm, die dumm. Hallo, läuft hier, Flötrich. Flötrich, Flötrich. Ja, ich würde mal sagen, die Zeit des Autos ist vorbei, ey. Man ist nicht wirklich schneller unterwegs. Aber echt doof ist hier beim Fahrradfahren, also die ganzen Abgase hier, das ist echt schon. Ja. Ja, fahr so schön mit 30 durch gerade. So, mit der Spur haben die das hier auch nicht, ey. Bleib doch einfach auf deiner Spur. Aber ich biege jetzt gleich rechts ab, ich habe die Schnauze voll. Nein, das ist einfach mein Weg jetzt, wo ich lang muss. Und da kommt gleich schon das nächste sehenswerte Kreisverkehr. Läuft hier richtig gut. Ja, guck mal. Tja, Leute, da bin ich doch froh, dass ich hier mit Zweier unterwegs bin. Richtiger Stau. Macht keinen Spaß. Also überhaupt gar nichtens. Tens. Nichtestens. Kann man jetzt links abbiegen? Das ist ja neu. Oh, er hat aber auch hier etwas wenig Schürze. Ja, komm, fahr. Fahr, 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 fahr.
Ist ja nicht so schwer hier. Ist da genug Platz? Für ein Zweirad. Wie geil ist das, ey? Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier lang fahre. Und wenn der Kollege jetzt mal die Spur halten könnte, könnte ich auch hier durch. So, gleich fahren wir rechts und dann geht es in den nächsten garstigen Verkehr. Meister, pass auf, wo du lang fährst. So, hier ist jetzt eine kleine Entspannung. Oh, fängt ein bisschen an zu regnen. Kuppel! Könnte man so schön zweispurig durch den Verkehr fahren, durch den Kreisverkehr. Und hier haben wir den nächsten Stau. Aber nicht für einen Commander. Na, passt das? Passt. Passt. Kommt da gelegentlich vor, dass mal einer hier die linke Spur vom Gegenverkehr mitbenutzt. Ist auch alles schon da gewesen. Kollege, 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 was ist los hier? Ein bisschen Platz hier. Alter Schwede, ey. Nee, 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 nee. Macht der das jetzt absichtlich oder was? Auf Blinkzeichen kann man sich ja auch nicht verlassen. Da kann ja passieren, dass sie einfach den Blinker vergessen zurückzustellen. Was ja eigentlich gar nicht geht, ne? Nachdem du in eine Kurve gefahren bist. Es sei denn, du hast den Blinker reingemacht und bist keine Kurve gefahren. Jadbus, Weisheiten!
Oh, war ein bisschen knapp, aber alles noch funktioniert. Ey, das ist genau wie in Deutschland. In jedem Auto sitzt ein Persönchen drin, ey. Also ich könnte natürlich jetzt nur rechts fahren, aber ich nehme halt einen Spaß daran, die ganzen Autofahrer zu ärgern, dass ich hier vorbeikomme. Und ich habe auch keine Lust, Häschen in der Grube zu sein. Hier ist nämlich ein richtig fetter Abwasserkanal. Fragen ist auch nicht selten. Oder einfach mal mitten in der Straße anhalten. So, ich habe bloß gerade Verkehrsschau, ist jetzt vorbei. Ich mache jetzt Yoga. Reinhauen, bis zum nächsten Mal.